oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die für iOS auch gibt, dann guckt ihr einfach mal im Play Store, im App Store natürlich im Zweifelsfall nach. Die Rede ist von der App I Do, die Community für Spenden. Größe 41 MB, aktuelle Versionsnummer 2.3.7, erforderliche Android-Versionsnummer 4.4 oder höher. Und bei 97 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,9 von 5 Sternen. Spende mit iDo direkt in dein Projekt. Ein Klick Spende ab 1 Euro. Projekte nur von verlässlichen Organisationen. Kein Cent für Verwaltung, Werbung, Provision. Transparente Darstellung aller Projekte. Die iDo Community. Vernetze dich mit deinen Freunden. Du würdest gerne spenden, aber du weißt nicht, was dann mit deinem Geld passiert. iDo verpflichtet die Organisationen in Wort und Bild darzustellen, was mit den Spendengeldern passiert und wie sie eingesetzt werden. Du möchtest gern helfen, aber dein Budget erlaubt dir keine großen Sprünge. Ein einziger Euro ist wertvoll und so hilfreich. Deshalb hat iDo dir auch den Button für die 1-Euro-Spende angelegt und ist begeistert, dass es Menschen gibt, die teilen und helfen, selbst wenn sie mit ihrem Geld gut haushalten müssen. Du möchtest nicht ohne Zweckbindung an irgendeine Organisation spenden, sondern für ein ganz konkretes Projekt, welches dir am Herzen liegt. Wenn du in der iDo-App spendest, geht deine Spende direkt an die Organisation und darf von dieser auch nur für dein Projekt eingesetzt werden. Du allein entscheidest. Die iDo stellt dir hier Projekte vor, die du selbst auf direktem Weg unterstützen kannst. Wie wird die iDo finanziert? Natürlich hat auch die iDo Kosten und Prozesse, die finanziert werden müssen, aber eins war von Anfang an vollkommen klar. Weder Provisionen noch sollen für Spendengelder genommen werden, noch Gebühren von Organisationen sollen genommen werden, die ihre Projekte vorstellen. Jeder Cent wird benötigt für all diese tollen Projekte, die du in der iDo-App siehst. Das wollen wir auf jeden Fall einfach mal so glauben. Die Entstehung der iDo und wer wir sind. Wir sind ein kleines Team aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Die Idee zu der iDo-App stand, als wir in üblicher Runde beisammen saßen und uns die Frage stellen, wie viel besser die Welt wohl wäre, wenn jeder Mensch doch nur 1 Euro spenden würde. Wie bin ich auf die App gekommen? Ganz einfach, Share the Meal als Spenden-App favorisiere ich sehr. Und tatsächlich hatte ich einfach mal nach 1 Euro Spenden gesucht, weil das ist irgendwie immer genau mein Gedanke gewesen. Was wäre, wenn einfach Leute, die auch nicht so viel Geld haben, aber 20 Millionen Leute 1 Euro spenden, dann kommen einfach für irgendein Projekt 20 Millionen Euro zusammen. Und das wäre natürlich irgendwie für viele Projekte einfach ganz wundervoll. Ja, iDo App, da könnt ihr halt genau das machen, schöne Projekte raussuchen, wofür ihr spenden wollt und dann halt ab 1 Euro spenden und das tut einfach nicht weh. Und das ist eine gute App. Einfach eine richtig, richtig gute App und man will einfach alles glauben, was die einem sagen. Ja, iDo, die Community für Spenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.